an Minderjährige vergreifen, die ist noch so jung. Die sieht so jung noch aus. Was war denn das? Habe ich das abgebrochen? Oder war das ein Ball? Nein, nicht gleich beschwören. Oh, 3 Honig auf einmal. Nice. Und es leckt wieder ein bisschen. Aber diesmal auf 20 FPS oben. Und jetzt auf 3. Ach Mist. Ich weiß nicht, was ich machen soll mit dem Fraps. Das ist meine einzige Hoffnung vor der Grafikkarte. Bevor ich Shadowplay nehmen kann. Ja, schön kannst du lecken, bravo. Kannst jetzt wieder aufhören lecken. Okay, ein bisschen machen wir noch und dann muss ich mal, ja, was soll ich, neu starten, also das bringt am meisten. Zwar ist er erst neu gestartet, also bitte, keine Ahnung, was für Website. Und vielleicht einfach mal zu einer anderen Zeit aufnehmen. Feuersbrunst. Und Willenskraft. Achte nicht mehr so viel, aber immerhin. Und hier mal ein Käferschwarm. Und er haut ab. Diese sind leicht, aber die machen auch Schaden. Irgendwie sind meine Beschwörungen nicht so zäh. Feuersbrunst. Hat das getroffen? Sah irgendwie nicht. Ja, ja. Honig, nein. Kriegerische Defensiv. Kommst du an mal? Ja, ich werde den Barbaren dann mit euch zusammen machen. Wenn jemand mit mir neu anfangen will, kann er das gerne, kann natürlich die Items von anderen Charakters benutzen. Einfach, dass wir dann immer auf einem Level sind. Und wenn wir dann Level 15 sind, können wir eine eigene Gilde gründen, wenn wir 8 sind. Und ja, dann seid ihr Mitglieder, also Gründermitglieder, habt einen guten Rang und seid dann vorne. Und dann könnt ihr weitermachen. Oder ihr könnt die Gilde auch verlassen oder irgendwas sonst machen. Also, ja, wenn ihr nicht zufrieden seid mit der Gilde oder so. Aber was ich hauptsächlich mache, ist mit ihr online sein und mit ihr in der Gilde Green Hell sein. Also die ich... Und da, ja, Spaß haben. Aber eben der Barbar möchte schon eine eigene Gilde haben, damit ich, ja, ein bisschen mehr kontrollieren kann, was ich dann im Livestream mache. Und ja, dass ihr dann auch mehr, vermehrt mitmachen könnt, wenn ich livestreame. So, 6, 9, 7.
Ja. Oder ist ein Anführer. Nein, nicht angreifen. Wieso greift die automatisch an? Was ich noch vielleicht mache, ist ein Jäger. Ich will einfach mal ausprobieren, wie es so ist als Jäger. Ist zwar ein bisschen schwach, aber ja, irgendwie habe ich einmal Lust zu scouten und sich bar machen und so. Das gehe ich, dann gehe ich beim Jäger aufs Tanzen. Ich brauche sowieso noch einen, der richtig killen kann. Ohne... Okay, Stone. Ohne immer wieder zu sterben. Also, dass ich Reichspunkte bekommen kann. Und in mir geht es gut, einfach zu den Leveler gehen. Und sich anschleichen, dann stunnen, dann abkloppen, dann wieder unsichtbar machen und abhauen. Ist zwar unfair, aber was ist schon fair in diesem Spiel? Okay, weiter geht's. Ja, die Heizung war an, also das kleine Heizöfelchen. Und niemand hat's gesehen. Oder was ich auch machen könnte, ist der Paladin auf Level als Gegner Anführer zu machen. Weil ich brauche ja nicht unbedingt viele Kills als Gildenchef. Ich würde lieber die Gilde ein bisschen unterstützen mit den Auren und so. Ja, das ist wahrscheinlich das beste Ding, das hatte ich schon mal als Plan, aber irgendwie habe ich keinen Bock, Paladin zu machen, aber wenn ich dann eine Gruppe habe, die mit mir levelt, dann ist es auch viel einfacher, oder? Hat schon wieder geleckt, Mist. Hey, irgendwie macht es jetzt wenig Sinn aufzunehmen, wenn es die ganze Zeit laggt. Ich werde bald wieder aufnehmen, keine Sorge. Aber eben, Fabs hat momentan Probleme oder mein PC hat momentan Probleme oder irgendwas hat Probleme und ich habe wieder einen Stab gefunden. Cool. Den muss ich gleich verlinken. So, das ist doch ein super Abschluss. Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Bis dann! Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Und bitte nicht hinschauen. Nicht hinschauen. Ja, sorry, mein Herz ist momentan ein bisschen leise. Weil es langsam kaputt geht. Aber ich kaufe so schnell wie möglich ein neues. Und das wird dann ein viel besseres sein. So für 99 Euro ungefähr. Weiß jetzt nicht, wie es heißt. Aber es ist ein recht gutes. Also wurde mir empfohlen. Und ja, mal schauen. Korsum, was soll ich in Korsum? Geht's noch? Da war ich ja erst. Was gibt's denn sonst noch? Irgendwie hat Ignis alle Steine in der Nacht geklaut.
Jetzt müssen wir die zurückeroben. Aber wir müssen hier die Force noch einnehmen. Ich war gestern an einer großen Schlacht bei Shana. Samal. Genau. Samal war ich. Hab ein bisschen zugeschaut und hab die Leute, gegnerischen Leute ein bisschen gestunt. So unfair war ich. Und ja. Wir haben es leider verloren, aber ich bin abgehauen. Ich bin einfach abgehauen. Ich war der letzte Überlebende und bin noch. Hab's noch geschafft abzuhauen. Dank einer jungen Dame, die hinter einem Stein versteckt war. Ich ging einfach so hinter dem Stein entlang und die griffen dann die Dame an und ließen mich dann gehen. Oh, die arme Dame. Oh. Jo. Und jetzt bin ich noch frohes Mutes hier. Hab viele Bienen getötet. Nicht diese, sondern die vor dem Tor, vor dem großen Tor. Und ja, Honig gesammelt, Honigquest gemacht und ja. Paar Sachen gefunden. Ich glaube den Blitzstab, mehrere Hosen und ja mehrere Hosen, ein Helm, aber alles weiß. Sonst habe ich ein paar Quests gemacht, habe ein paar Ringe bekommen. Die müssen hier sein, Mana-Ring zum Beispiel, aber ist nicht so gut. Ich habe genug Mana mit 1562. Da geht mein Mann eigentlich nie aus. Ich habe sogar Aufopferung nicht drin. Ich habe jetzt eher Stunts hier drin. Damit, wenn ich Level, die Angreifer, die Level Killer stunnen kann und abhauen kann. Dann später wiederkommen und so weiter. Ich will die nicht besiegen, die Level Killer. Dafür habe ich den Level Killer Killer. Das ist ein Jäger, der sich unsichtbar macht zu den Level Killer Killer. Sie schaut. Wenn jetzt hier jemand töten oder töten wollen, dann greife ich sie an, stun sie die ganze Zeit und besiege sie. Ja, die bösen Level-Killer haben jetzt einen Level-Killer-Killer. Und der ist Oberpro. Der ist Level 3. Er ist Level 3. Wow. Aber ja, wenn ich Zeit habe, trainiere ich den. Aber ich konzentriere mich natürlich noch ein bisschen auf die Monika. Bis der Level Killer ja, Zeit hat, vergeht halt.